Ja, liebe Formel 1 Interessierte, ich stehe hier in Abu Dhabi auf der Rennstrecke Yas Marina, wo die Formel 1 ihr Showdown erleben wird. Und zwar an dieser Stelle vor der Position, die Max Verstappen einnehmen wird. Und das hat er vor dem Qualifying gar nicht gedacht, die Pole-Position. Eine große Überraschung. Am Samstag ist ihm das gelungen mit einer hervorragenden Tour, das muss man sagen. Allerdings hatte er auch etwas Windschatten von seinem Teamkollegen. Auch das zeigt, wie das Team funktioniert. Red Bull in diesem Moment, im entscheidenden Moment, nämlich glänzend. Das ist nicht so einfach, Windschatten zu geben, überhaupt diese Konstellation hinzubekommen bei vollem Tempo. Aber es hat eben dazu geführt, dass Lewis Hamilton nur Zweiter wurde mit einem Abstand von fast 0,4 Sekunden. Das ist schon eine Demonstration. Aber Vorsicht, das Rennen ist noch nicht entschieden. Selbst wenn der Weg für Max Verstappen zur ersten Kurve sehr kurz ist, nur 173 Meter, das sollte er schaffen. Er sollte vor ihm in die erste Kurve kommen, denn er hat dafür den besseren Reifen, den roten, den weicheren. Aber auf lange Sicht gesehen kann das nicht unbedingt die beste Wahl gewesen sein. Das glaubt zumindest Mercedes. Denn Verstappen wollte eigentlich auch nicht diesen roten Reifen fahren. Er hat sich aber mit den gelben einmal im Qualifying im zweiten Durchgang verbremst, und zwar so stark verbremst, dass er keine Wahl mehr hatte. Er musste dann den roten nehmen, ist die schnellste Zeit im zweiten Durchgang gefahren, und dann sagt das Reglement, muss er diese roten auch fahren. Sie sind sehr weich, sie sind sehr schnell, man kommt gut weg damit, aber Mercedes sagt, nach 8, 9 Runden bauen sie stark ab. Und das ist dann die Chance für Lewis Hamilton, mit Geduld vielleicht heranzukommen und dann über die Strategie vorbeizufahren, und dann wird es sehr, sehr schwer. Wer immer auch vorne sein wird in diesem Rennen, die Strecke Yas Marina ist zwar umgebaut worden, die ist etwas flüssiger, aber Überholmanöver, das hat man bei den Formel-2-Rennen schon gesehen, werden sehr, sehr schwer. Und wer will einen Max Verstappen überholen? Das haben wir schon gesehen, der macht sich breit. Oder wer will einen Lewis Hamilton überholen? Das wird sehr, sehr schwer. Es wird also sehr, sehr spannend in diesem Finale, im letzten von den 22 Rennen dieser Saison. Und das sagt eben eigentlich auch, was die Saison gewesen ist. Von Anfang an bis zum Schluss ein großes Spannungsmoment. Und ja, zum Finale passt das, dann spiegelt die Saison wieder. Nochmal eine Erhöhung und nochmal eine ungeklärte Frage. Wer kann denn am Ende vorne stehen? Eins ist nur klar, wer gewinnt, hat es verdient, wird ein würdiger Weltmeister sein.